Ja, das läuft jetzt alles automatisch. Meine ich betäubt mit Schlaftabletten. Ich wurde ermordet von dieser Person. Ich glaube, das hätte sogar schon Eo sagen müssen, aber ist egal. Es geht eh so schnell der Anfang jetzt, weil man es weiß nicht gucken kann. Gerecht. Das ist nur gerecht. Nicht wahr? Ini. Magst du das machen, Sansi? Kann ich tun. Moment. Ja. Ja. Entweder Haru oder Sapsi steht hier. Jetzt sehe ich dich endlich wieder. Und... Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht getan. Nein, ich... Ich habe es getan. Ich habe diese Person umgebracht. Aber das warst nicht du. Das ist egal. Ich hätte es genauso gut gewesen sein können. Ich kann nicht glauben, dass so etwas passiert. Die Ereignisse dieses verregneten Nachmittags, mit dem der Schlamassel begann, wiederholen sich immer wieder in meinem Geist. Gesundheit. Gesundheit, ja. Richtig aus. 16. Juni, 15.34 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Was für ein deprimierender Regen. Verstehen Sie, wie mich das deprimiert? Verstehen Sie das? Ich schätze schon. Aber statt deprimiert zu sein, bin ich wütend auf die Wetterfrau im Fernsehen. Ich glaube, unsere kleine Regenfront wird heute mit einem sonnigen Tag pausieren. Das hat sie gesagt. Darauf würde ich mein Leben verwetten. Hallo, Jackie. Nun, so ist das Wetter. Und es regnet. Aber darum habe ich heute keinen Schirm dabei. Von wegen, Wetterfrau. Die erfährt von meinem 1.500-Dollar-Anzug. Wegen ihres Falls. Wenn Sie nicht vorhaben, die Wetterfrau zu verklagen... tut mir leid. Ich dachte nur, dass wir vor dem Geschäftlichen vielleicht etwas plaudern. Mein Name ist Dr. Turner Gray. Ich bin Chirurg. Erinnert mich daran, dass ich nie unter seinem Messer enden will. Ich bin heute wegen dieses Vorfalls hier. Kunstfehler an Gray Klinik für Chirurgie. 14 Patienten verlieren ihr Leben. Oh! Sie sind der Arzt an der... Es ist wirklich sehr ärgerlich. Haben Sie gehört? Ärgerlich! Ja, ich hab sie gehört. Ich stimme Ihnen zu, Dr. Gray. Es ist sehr ärgerlich. Diese Schwester hat Mist gebaut. Sie hat die Medikamente verwechselt und diese 14 Patienten getötet. Und trotzdem, hören Sie gut zu. Und trotzdem... Hatte diese Schwester die Nerven zu sterben, ohne ihren Fehler zuzugeben? Sie hat mir nicht einmal eine Erklärung geliefert. Und das ist die Höhe. Sie hat einfach einen fetten Unfall und fährt ihren Wagen zu Schrott.
Krach! Knirsch! Und schon sah ihr Wagen aus wie eine Ziehharmonika! Hat jemand ein Taschentuch für den guten Mann? Ja, er kann seine Tränen kaum zurückhalten. Stimmt ja. Vor etwa einem Jahr haben die Boulevard-Sendungen darüber berichtet. 14 Opfer eines Kunstfehlers und der mysteriöse tödliche Unfall der Krankenschwester. Es gab Gerüchte, dass Dr. Gray diesen Unfall verursacht haben soll. Es hieß, er wolle so die verantwortliche Person für immer verschleiern. Warum sollte ich? Also, ich sage das nur genau einmal. Warum um alles in der Welt sollte ich die Schwester töten? Sie hat diese 14 Patienten ermordet, nicht ich! Sie sollten tief durchatmen, Doktor, und sich eher auf die wichtigen Punkte konzentrieren. Dieser Fall ist schon ein Jahr her. Warum wollen Sie ihn neu aufrollen? Ganz einfach, weil mir die ganze Sache aus den Händen gleitet. Das geht so nicht weiter. Meine Klinik sieht heutzutage nicht mehr so viele Patienten. Verstehen Sie, was das heißt? Das heißt, Sie kommen nicht mehr in meine Klinik! Was Sie nicht sagen? Ich würde da auch ganz sicher nicht hingehen wollen. Amen. Ich würde meine neue Brille gebrauchen. Ito. Also, was soll ich Ihrer Meinung nach jetzt dagegen tun? Ich will, dass Sie mir zunächst einmal 2 Streifen Panzerband besorgen, damit ich meine Brille fixieren kann und Sie mir danach helfen, meine Unschuld zu beweisen. Also das Panzertape habe ich hier. Sie wissen, dass ich ein Anwalt und kein Privatdetektiv bin, oder? Nein, es gibt da etwas, das nur Sie tun können. Ein paar Kaffee besorgen? Panzertape über dem Maya Faye, Sie kennen dieses Mädchen, richtig? Ha. Maya, woher kennt er nur ihren Namen? Ich habe gehört, dass sie eine ganze Weile lang für sie gearbeitet haben. Nun, ja, ich meine... Hey, ein Moment! Ich habe für Sie gearbeitet? Ja, stimmt das etwa nicht? Sie sagte mir das, darum bin ich nicht ganz sicher, ob... Nun, wir haben in einigen Prozessen zusammengearbeitet. Aber sie ging zurück in ihre Heimatstadt, um sich weiterzubilden. Ah ja, davon habe ich gehört. Sie müssen sehr einsam sein. Was? Moment, ich bin nicht. Um diese harte Ausbildung zu schaffen, muss sie außergewöhnlich sein. Hä? Ich habe eine Bekannte, die viel über diese mystischen Dinge weiß. Sie hat mich Frau Fay vorgestellt. Ist Maya wirklich so berühmt? Und ich habe bereits ein Treffen arrangiert. Wofür? Wofür schon? Für eine Beschwörung! Sie soll den Geist der Schwester rufen, die sich umgebracht hat. Oh! Maya... Ich frage mich, was sie im Moment anstellt. Ich habe das Gefühl, da wurden gerade 3 Verwandte in einen Topf geworfen. Wir, die Frauen der Familie Fay, waren schon immer Mädchen. Die Kraft, mit den Geistern zu sprechen, ist stark in uns. Das hat sie mir gesagt. Ich
vermute, sie hat gelernt, die Verantwortung anzunehmen und erwachsen zu werden. Abgesehen von der Ausbildung ist dies ihr erster Versuch, einen Geist zu rufen. Darum stellte sie eine Bedingung, bevor sie meiner Bitte zustimmte. Eine Bedingung? Sie sind diese Bedingung, Herr Wright. Sie sagte, sie würde die Beschwörung nicht durchführen, ohne sie vorher wiederzusehen. Mich? Und darum habe ich sie aufgesucht. Sie wollen sie doch auch wiedersehen, oder? Und darum besuchte ich zusammen mit dem Doktor Mayas Heimatstadt. 19. Juni, 13.25 Uhr, Kurain. Bei Ihnen. Das ist also das Dorf Kurain, Mayas Heimatstadt. Nanu? Hallo, du! Was für ein seltsames kleines Mädchen. Ich glaube, das ist Sapsi. Hey, warte auf mich, Polly. Jemand anderes kommt her. Nick! Maya, wie geht es dir? Schön, dich wiederzusehen. Wow! Ich dachte nicht, dass du wirklich kommen würdest. Keine große Sache. Bei dir hört sich das an, als wärst du so weit weg. Nun, vielleicht habe ich übertrieben. Ein kleines bisschen. Es waren nur 2 Zugstunden. Hätte ich das gewusst, wäre ich öfter gekommen. Nein, das darfst du nicht. Ich habe das bereits entschieden. Weißt du? Ich bin erwachsen. Bis ich erwachsen bin, muss ich hart arbeiten und streng mit mir sein. Oh, nun, wie dem auch sei, Glückwunsch. Ich freue mich, dass dir die Ausbildung etwas bringt. Nur ein bisschen reden, ne? Richtig. Okay, die heutige Beschwörung. Du bist jetzt wohl ein vollwertiges Medium, da du deinen ersten Job annimmst. Ja, ich hätte nicht gedacht, dass es so schnell gehen würde. Aber dieser Fall, kennst du die schreckliche Geschichte, die dahinter steckt? Erzittere vor der Macht der Maya-Spionage-Netzwerk. Mal sehen. 14 Personen starben wegen eines Kunstfehlers von Dr. Gray, nicht wahr? Und um die Schuld auf die Krankenschwester zu schieben, brachte er sie so um, dass es wie ein Autounfall aussah. Hä? Was ist denn dieses Maya-Spionagenetzwerk? Ja, MSN. Oh Gott. Genau. Die Boulevardzeitungen. Das dachte ich mir. Ich nehme dich nur auf den Arm, Nick. In Wahrheit war es umgekehrt. Dr. Gray hat mir alles erzählt. Ach komm schon, Nick. Ich würde doch keinen wahnsinnigen Mörder als Klienten annehmen. Das ist sogar für mich zu furchteinflößend. Ja, vermutlich schon. Das ist also deine Heimat, Maya? Jawohl. Corain. Aber ich habe gehört, dass einige Leute es Tal der Medien nennen.
Interessant. Also ist jeder, der hier lebt, ein Medium? So ziemlich. Die meisten meiner Vorfahren waren auch welche, denke ich. Das stimmt vermutlich, da die Gabe der Fae, mit den Geistern zu sprechen, so stark ist. Aber nur die Frauen in diesem Dorf sind Medien. Und was machen die Männer? Sie arbeiten meist irgendwo außerhalb des Dorfes. Oh, ja, ich wollte dich noch nach dem Mädchen fragen, das ich sah. Kennst du sie? Oh, du meinst Pearly? Hallo, Tengu. Hi, Tengu. Pearly? Oh. Pearly Fae, sie ist meine Cousine. Ist sie nicht putzig? Genau wie meine Wenigkeit. Das kann ja heiter werden. Cousine. Moment, das heißt ja dann, ist sie auch ein Burger-Fanatiker? Ja. Oh ja. Hat sie auch einen extra Burger-Magen? Ja, sie ist auch ein Medium. Pearly ist ein wahres Genie in Sachen Beschwörung. Ich verstehe. Ich hoffe, ich habe sie nicht erschreckt, als ich vorhin mit ihr sprechen wollte. Nein, es liegt nicht an dir. Meine Tante hat dir eingebläut. Wenn eine verdächtige Person mit dir sprechen will, rennst du weg. Verdächtig? Nun, du trägst zum Beispiel keine Ausbildungskleidung. Natürlich nicht. Pearly ist der Schatz meiner Tante. Darum darf sie das Dorf nicht verlassen. Sie weiß nicht viel über die Welt jenseits von Kurain. Tante? Pearlys Mutter ist meine Tante. Mensch, komm schon. Nick. Nun, Nick, ich muss jetzt gehen. Die Beschwörung beginnt gleich. Hä? Ach ja. Ich führe die Beschwörung in meinem Haus durch. Also komm doch rein, okay? Wenn ich fertig bin, können wir ein paar saftige Burger grillen. Super. Na gut. Viel Glück, Maya. Ich meine, ist Angie nicht dabei? Danke. Nun, wenigstens ist sie immer noch dieselbe putzmuntere Maya. Wir bewegen uns. Okay. Und zwar Meditationsraum. 19. Juni, Fae-Anwesen, der Meditationsraum. Ah, Herr Wright, ich bin so froh, Sie zu sehen. Schönes Wetter haben wir heute. Sind Sie nicht froh darüber? Nein, ganz und gar nicht. Diese dumme Wetterfrau hat schon wieder eine falsche Vorhersage gemacht. Oh Mann. Es wird heute schütten, das hat sie allen Ernstes gesagt. Ich kann es nicht fassen, dass Sie solch fehlerhafte Berichte öffentlich senden. Mit diesem Kerl über das Wetter zu sprechen, heißt, um Strafe zu betteln. Wie dem auch sei, dies ist ein prächtiges Anwesen. Kein Zweifel. Schwer zu glauben, dass dies Mayas Haus ist. Man hat mir eine Karte dieses Gebäudes gegeben. Hier, Herr Warrit. Ich habe auch eine Kopie für Sie. Okay, Karte des Fae-Anwesens. Okay, wir brauchen gar nicht mit dem weiterreden. Wir gehen sofort weg von dem. Wir gehen sofort weiter. Okay, überlegt euch mal. Da muss deine Brille echt mal fixieren. Wir gehen sofort in den Beschwörungsraum. Aber überlegt euch mal, ihr habt ein Haus, wovon es einfach eine Karte gibt, ja? Ja. Ist gut für mich. Also nee, alles gut. Kann ich gut gebrauchen. Du verläufst dich trotzdem. Im Kreis. Nein, Sapsi, waren keine Hintergrundgeräusche bei dir zu hören. Alles gut, nee.
19. Juni, Fähranwesen, Beschwörungsraum. Wer hat bloß all die Kerzen angemacht? Das war Sapsi, deswegen hat sie wegen dem Hintergrundgeräusch. Genau, das ist wirklich Sapsi gewesen. Wow. Hier drin herrscht eine wirklich seltsame Atmosphäre. Diese flackernden Lichter. Ich schätze, das sind Kerzen. Sieht man doch. So, Sapsi, mach dich bereit. Werter Herr, wer mögen Sie sein? Ja, ich bin, ich heiße Phoenix Wright. Oh. Sie müssen dieser werte Herr sein. Werter Herr? Meint sie mich? Sie sind ein Anwalt, nicht wahr, werter Herr? Die mystische Maya hat mir viel von Ihnen erzählt. Tatsächlich? Mystische Maya? Ich bin die Tante der mystischen Maya. Morgan Fay. Erfreut, Sie kennenzulernen. Oh. Ich wollte mit Ihnen über ein bestimmtes Ereignis sprechen, werter Herr. Sie scheinen in Ihrem Eifer zu viel von der mystischen Maya zu verlangen. Das ist sehr unziemlich, fürchte ich. Hä? Sagen Sie nicht, Sie hätten es schon vergessen? Hätte die mystische Maya Sie nicht unterstützt, hätten Sie sicher nicht gewonnen. What? Erst läuft ein Mädchen weg und jetzt kritisiert eine alte Dame meine Arbeit. Seit wann bin ich die Hauptfigur bei »So mache ich einen schlechten Eindruck«? Lassen wir die Vergangenheit ruhen. Reden wir über die Gegenwart. Ja, danke. Gut, mit ihr reden wir jetzt. Okay, über Maya. Warum fügen Sie mystisch zu Mayas Namen hinzu? Ist das nicht seltsam? Werter Herr! Ja? Wie können Sie der mystischen Maya gegenüber so respektlos und unverschämt sein? Es tut mir leid. Sprechen Sie sie mit Ihrem Titel an. Sie müssen sie mystische Maya nennen. Also, was die mystische Maya angeht, Es ist das Blut. Entschuldigung, Blut? Die mystische Maya trägt das Blut der Meisterin in sich. Sie ist sogar die Letzte. Die Letzte? Was soll das heißen? Die mystische Maya ist die letzte rechtmäßige Erbin der Kuraina Beschwörungstechnik. Okay, also was ist ihre Rolle? Ja, das ist etwas komplizierter. Ich gehöre zwar zu den Fays, stamme aber nur aus einem Zweig... Familie. Zweigfamilie? Wie meinen Sie das? Ungeachtet Ihrer spirituellen Kraft kann ein Mitglied einer Zweigfamilie niemals Meisterin der Akademie von Kurain werden. Also, wie mächtig sind Sie? Es ist eine Schande, aber ich gebe es dennoch zu. Meine Kraft ist deutlich geringer als die der Meisterin. So ist das also. Das ist also Mayas erste Beschwörung heute? Ja, werter Herr. Die mystische Maya. Weil der Geist einer Person, die bei einem Verkehrsunfall stirbt, oft sehr stark ist. Ist es
für gewöhnlich leichter, diese Person in unsere Welt zu rufen. Verkehrsunfall. Ganz recht. Die Beschwörung findet hier in diesem Beschwörungsraum statt, werter Herr. Wie Sie sehen, bereite ich sie gerade vor. Also, dieser Raum ist der Beschwörungsraum? Der Platz, an dem ein Medium mit denen spricht, die von uns gegangen sind. Ich nehme an, Sie haben nichts dagegen, wenn wir bei der Sitzung dabei sind. An so einen Unfug dürfen Sie nicht mal denken. Nur das Medium und der Kunde dürfen hier hinein. Oh. Das Geheimnis der Kuriner Technik darf nicht jeder sehen. Das hat Maya bisher nie davon abgehalten, sie vor mir anzuwenden. Es ist auch zu Ihrer Sicherheit, werter Herr, falls etwas schiefgehen sollte. Darum wird diese schwere Tür bei einer Beschwörung verschlossen. Oh, dafür ist das Schloss also da. Ah ja. Haben Sie Pearl bereits getroffen, werter Herr? Pearl? Sie ist ein reizendes, engelsgleiches junges Mädchen. Oh, dieses seltsame... Sie ist meine Tochter. Was wollten Sie eben sagen? Was für eine süße Tochter Sie haben! Ein reines Herz, das Böse in der Welt nicht kennt, ist eine mächtige Sache. Ich ersuche Sie, nicht mit ihr in Kontakt zu treten. Tja, ist ja nicht so, als hätte ich die Chance dazu. Ich muss darauf bestehen und betonen, dass dies nicht passiert. Okay, schon verstanden. Okay. Jetzt können wir weitermachen, und zwar gehen wir jetzt mal weiter. Und zwar, wir gehen in den Meditationsraum zurück. Mhm. Gehen von da aus wieder weiter. Mit dem brauchen wir gar nicht reden. Ach, schade. Gehen auf den Holzsteg. Auf den Holzsteg. 19. Juni, Fernwesen Holzsteg. Wow, dieser Garten ist atemberaubend. Jemand hat viel Liebe hineingesteckt. Kurze Zwischenfrage. Habt ihr ein Hintergrundgeräusch? Aktuell nicht, aber du bist ein bisschen leise. Okay, ich bin leise. Okay, das könnte daran liegen, dass ich gerade an meinem Dings ein bisschen rumgedödelt habe, weil irgendwie wird mir die ganze Zeit angezeigt im Discord, dass ich ausschlage. Ich weiß nicht, warum. Echt? Okay. Nee, ich habe nichts gehört. Nö, bei dir hat man nichts gehört. Nur kurz bei ganz kurz einmal bei Sapsi, aber das war wirklich nur ganz kurz. Auch nur während sie spricht. Also genau. Ein ganz kleiner Mario-Sound war das, glaube ich. Ich das jetzt das hier mal vor allem, stößt gar nicht mehr ab. Wir sind mal leiser, Rabe. Verlass uns Rabe, nicht. Du bist kaum noch zu hören. Und jetzt? Und jetzt? Alles gut, Sapsi. Kein Problem. Und wie ist es jetzt? Ist es jetzt besser? Ja, besser. Ja, perfekt. Jetzt alles gut. Bist du ein bisschen laut. Aber gut, zuhören. Ja, das Gerät schlägt manchmal nicht aus. Jetzt schlägt es aber wieder aus, immerhin. Ja, jetzt gut. Ja, alles okay. Gut. Ich dachte nur, weil bei mir stand gerade die ganze Zeit, dass es ausschlägt, deswegen. Nö. Sonst hört man nichts. Ja. Okay. Was ist das da drüben? Ist das ein Verbrennungsofen? Ach so. Der wirkt in einem solchen Garten ein wenig fehl am Platz. Wollen wir mal anschauen? So. Wir können uns mal ein bisschen umschauen. Okay. Ein kleiner Verbrennungsofen. Ich glaube nicht, dass die Müllabfuhr zu einem so kleinen Dorf kommt. Also muss jede Familie ihren Müll selbst verbrennen. So, dann
Die Vase kannst du jetzt auch schon mal anschauen, das macht jetzt schon Sinn. Das ist eine wirklich alte Urne. Da drin ruht die Asche einer Person, die schon seit langer Zeit tot ist. Scheint eine lange Geschichte zu sein. Abgesehen davon ist sie nicht sonderlich interessant. Wird Zeit, weiterzumachen. Naja, das ändert sich noch, aber wir bewegen uns jetzt weiter. Okay. Wir gehen jetzt in das Nebenzimmer. 19. Juni, Ferienanwesen, Nebenzimmer. Echt groß Anwesen. Das ist also das Nebenzimmer. Sieht eher aus wie ein Entspannungsraum. Auf dem Boden liegt Bettzeug. In einem der Betten schläft wohl jemand. Ich sollte ihn nicht stören. So, und jetzt können wir auch wieder rausgehen. Wir gehen wieder zurück. Mal das durchchecken hier. Hoppala. Das dürfte jetzt Haru sprechen. Hey, Sie, bleiben Sie sofort stehen. Dieses Mädchen hat ein paar Fragen. Ich bin sicher, dass ich diesen südlichen Akzent schon einmal gehört habe. Oh ja. Ah ja. Oh, also da soll mich doch es Phoenix Wright. Was macht die denn hier? Meine Hüse. Ich hab dich ja bald ein Jahr nicht mehr gesehen. Sie sind, und jetzt mit Leute. Damit du ein Achievement kriegst, John, sag bitte Lotta H. Okay. Lotta H, nicht wahr? Lotta wer? Moment, du machst dich doch wohl nicht über mein Haar lustig? nein, ich hab mich nicht lustig gemacht. Das war ein Kompliment. Ich muss schon sagen, du bist ein herzloser Mann, Wright. Nur meine Aussage hat deinem Freund einen Freispruch eingebracht. Aber das hast du wohl schon wieder vergessen. Moment. Zuerst waren sie eine Zeugin der Anklage, arbeiteten mit dem Staatsanwalt zusammen und waren hinter uns her, als wären wir ein Filetsteak gewesen. Kleinigkeiten. Sei nicht so verkrampft. Häng dich nicht so an Kleinigkeiten auf. Mein Name ist Hart. Lotta Hart. So hart wie... Vergiss das nicht. okay. Oh, ja. Das war es. Hör mal. Ich mache heute ein paar Fotos. Das wird eine Knüller-Story. Ja, dann sind Sie wohl immer noch dabei. Bei der Fotografie, meine ich. Darauf kannst du wetten. Und die flämmigste, die es gibt, wenn du mich fragst. Jetzt ich dachte doch, ja. Ich werde mir einen Namen als paranormale Fotografin machen. Oh, na gut. Errungenschaft, Lotta H., nicht wahr? Sehr gut. Genau. Wir haben keine Zeit, um Zeit zu verschwenden. Die Beschwörung fängt gleich an. Ist es schon soweit? Wir sollten uns beeilen und zum Meditationsraum gehen. Worauf wartest du noch? Komm schon. Du hast die perfekte Stimme für sie. Lotta ja. Hart. So hart wie du weißt schon was. Ich war wegen dieses Falls vielleicht etwas hart zu ihr. Aber ich schätze, wir hatten auch gute Zeiten zusammen. Gute Zeiten. Gute Zeiten, schlechte Zeiten. Wir gehen jetzt in den Meditationsraum. Yes. Manchmal habe ich das Gefühl, ich werde von einem Perversen gesprochen. Da sind wir nun. Wir beginnen nun mit der Beschwörung. Mystische Maya und geehrter Gast, bitte betreten Sie den Beschwörungsraum. Endlich kann ich all diese nervtötenden Fliegen ein für alle Mal zerquetschen. Hören Sie mich? Nach dem hier können Sie kein schlechtes Wort mehr über mich sagen. Sie würden liebend gern hören, wie Sie sich entschuldigen, oder, Herr Wright? Ich?
Oh, ja, das würde ich gern. Mystische Maya, haben Sie den Schlüssel zum Beschwörungsraum? Jawohl, hier! Das ist sehr gut. Der Schlüssel ist ein Einzelstück. Bitte passen Sie gut auf ihn auf. Keine Sorge, Tante Morgan. Ich werde ihn nicht verlieren. Vertrauen Sie mir. Ich weiß, was ich tue. Okay, Dr. Gray. Fangen wir an. Endlich. Los geht's. Sagte sie und ließ den Schlitt in ihren Ausschnitt fallen. Nun, wollen wir hier draußen geduldig auf Sie warten? Nehmen Sie sich etwas schönes, schönen bitteren Tee und gigantisches Erdbeerdessert. Einen Moment mal, Oma! Oma? Wieso dürfen wir diesen Raum nicht betreten? Liebe Dame, Sie sprechen eine beeindruckende Sprache. Wo haben Sie sie gelernt? Was? Ich komme aus dem Herzen des Herzens unseres Landes. Tatsächlich? Dann möchte ich Sie herzlich bitten, dorthin zurückzukehren. Was willst du? Dies ist Kurain. Wenn Sie sich unseren Regeln und Traditionen nicht beugen, müssen Sie gehen. Entschuldigung. Und sie starrt in deine Seele. Ja. Wow, sie hat Lotta zum Schweigen gebracht. Also das ist beeindruckend. Den Skill brauchen Lotta. Wir. Jetzt ist Lotta nicht mehr so hart. Ja. Nächste Challenge, Oldbag zum Schweigen zu bringen. Oh. Das ist, glaube ich, unmöglich. Nun gut, warten wir also. Peng, peng. Was war das denn? Das kam aus dem Beschwörungsraum. Das klingt nicht gut. Hey, das war ein Schuss. Entschuldigung? Ich kenne dieses Geräusch. Das ist ein Schuss. Da würde ich mein Aufruf drauf wetten. Maya. Maya ist da drin. Geh mal rein, ne? Ja, aber sowas von. Aber sowas von. Nun, Herr Anwalt, was hast du vor? Was schon? Wir brechen die Tür auf. Was? Aber es gibt nur einen Schlüssel und den hat das Kind. Wir müssen die Tür aufbrechen. Ist das in Ordnung, Frau Faye? Nun, ja. Aber da ist noch etwas. Nämlich... Versuchen Sie nicht, mich aufzuhalten. Sie können die Rechnung für die Reparatur an die Kanzlei Wright & Partner schicken. Jawohl, das nenne ich männliches Verhalten. Oh no. Dr. Gray! Ein Foto. Ich. Ich glaube, das muss Eo sprechen. Ja, das muss Eo sprechen. Das muss Eo sprechen, ja. Eo. Hörte mich, ja, ne? Ja. 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 Ich wurde ermordet. Maya? Dieser Mann hat mich ermordet. Also tötete ich ihn. Was? Udo. Lotta, unter diesen Umständen? Das sind die perfekten Umstände für ein paar Schnappschüsse. Wie dem auch sei, was geht hier vor?
dieses Mädel, ist das Maya? Morgen. Gehen Sie weg da. Überlassen Sie das hier mir. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Aber... Schnell, bevor es noch mehr Opfer gibt. Hey, komm, Stadtjunge, überlassen wir das hier der Oma. 19. Juni, Corain. Mein Handy hat so weit draußen keinen Empfang. Also benutzte ich die Telefonzelle, um die Polizei zu rufen. Und? Sie sind unterwegs hierher. Das ist gut. Mann, oh Mann, ich sah ein echtes, mysteriöses Phänomen. Sie wirkt wirklich aufgeregt deswegen. Wer will es ihr verdenken? Ich bin von den Vorkommnissen zu Tode erschreckt. Wir gehen erstmal von Lotta erstmal weg. Die soll erstmal durchatmen. Okay. Wir gehen jetzt Raum, Meditationsraum erstmal und von dort aus gehen wir gleich weiter. Mhm. Ah, Herr Wright. Frau Fay, wie geht es der mystischen Maya? Sie ist zurück in dieser Welt. Die Geistrennung hat funktioniert. Ich möchte sie bitte sehen. Sie ist immer noch bewusstlos. Ich möchte Sie bitten, draußen auf Ihre Genesung zu warten. Ich schätze, ich muss einfach warten. Oh. Die Polizei ist hier! Tut mir leid, dass Sie warten mussten. Das ging ja schnell. Hä? Du schon wieder? Was machen Sie denn so weit hier draußen, Inspektor Gumshoe? Das ist eine witzige Sache. Ich war gerade geschäftlich in der Gegend, Junge. Nun, dann wollen wir mal den Tatort untersuchen. Ich werde später noch alle befragen müssen. Also, bleib schön hier. In Ordnung? Warum grinst er mich so an? Soll ich Ihnen den Tatort zeigen, Inspektor Turnschuh? Mein Name ist nicht Turnschuh. Nur Gummistiefel. Die beiden sind in den Beschwörungsraum gegangen. Ich schätze, im Moment kann ich nur abwarten, was die anderen zu sagen haben. Wir gehen weiter. Auf den Holzsteg. Okay. Und von da aus bewegen wir uns noch weiter in das Nebenzimmer. Und jetzt hat gleich Eo das Wort. Ja. Jawohl. Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier vorhin jemand schlief. Kann ich Ihnen helfen? Ja, ich. Sollten wir nicht bald anfangen? Hä? Womit anfangen? Sie wissen schon, mit der Beschwörung. Beschwörung? Oh! Nein, die Situation hat sich etwas geändert. Wie meint sie das? Bitte bleiben Sie ruhig, aber... Es gab einen Mord. Mhm. Ein Mord ist das, wo eine Person eine andere tötet, oder? Ja, eine Person hat eine andere Person getötet. Oh, das ist, wie heißt das Wort dafür nochmal? Es ist, totaler Mist.
Ja. Nach all der Mühe hat sie nur das zu sagen? Oh, Entschuldigung. Ich vergaß mich vorzustellen. Ich heiße Inimine. Ich erforsche und studiere Parapsychologie an der Universität. Parapsychologie? Ganz genau. Ich glaube, die Leute nennen das okkulte Studien oder so. Übernatürliche Phänomene, PSI und hellseherische Kräfte, sowas. Das ist ziemlich seltsam. Ich bin Phoenix Wright, Rechtsanwalt. Ich kann's selber nicht glauben. Okay, wir reden mal mit ihr. Hast du mir eine Rolle gegeben, ey? Also, was führt sie heute her? Ich habe Dr. Grave von diesem Ort erzählt. Er hat mich gefragt, kennen Sie ein gutes Medium? Dr. Gray sagte etwas darüber, dass ihm dieser Ort empfohlen wurde. Hallo, Arcania. Weil Toten sprechen und multiple Persönlichkeit sind mein Ding. Ich verstehe. Warum machten Sie dann hier ein Nickerchen? Ich kann. ich fühlte mich nicht gut. Hä? Ich bin allergisch auf Sesamsamen. Sie müssen ein wenig ins Mittagessen getan haben. Oh, das klingt unangenehm. Es war mir schlecht und darum kam ich her, um zu schlafen. Es kommt mir voll vor, als hätte ich meine Zeit mit Schlafen verschwendet. Und meine Stimme geht immer nieder. Sie haben also die ganze Zeit hier geschlafen? Ja, seit dem Mittagessen. Sie wissen also nichts über den Mord, der geschehen ist? Was? Oh, das? Ich, weiß gar nichts. Also, wer wurde, Sie wissen schon, umgebracht? Der Chirurg, der die Beschwörung verlangt hat, Dr. Gray. Das Opfer. Dr. Gray und Sie kannten sich, richtig? Ja, ich kenne keinen Dr. Gray. Ach, wirklich? Dr. Gray hat da etwas anderes gesagt. Vor einer langen, langen Zeit war ich mal, eine Patientin, ja? Klingt, als wolle sie etwas verbergen. Dann lassen wir sie mal eben kurz alleine und gehen wieder zum Haupteingang, reden da jetzt mit Lotta. Genau. Hast du mir wirklich eine Rolle gegeben? Ja, warte ab, was du für eine Rolle hast in dem Fall. Oh, jetzt machst du mir Angst. Hier ist niemand. Wie üblich. Hey, wer bist du? Du bist Pearl, richtig? Schweigsam wie immer. Was hat sie denn da in der Hand? Das habe ich schon mal irgendwo gesehen. Nee. Wir gehen weiter. Wir
gehen weiter, weil sie würde eh nur wegrennen. Okay. Deswegen gehen wir jetzt zum Haupteingang wieder. Genau, nochmal bewegen. Zu Kurain, genau dorthin. Mhm. Ach, übrigens, hi, Arcania. Es geht nicht. Hi, ja, alles super. So wie immer. Sie ist vermutlich verrückt vor Angst, nachdem direkt neben ihr ein Mord geschah. Auch Fotos gemacht hat. Lotta? Gott, lass mich nicht den nächst essen! Nee, die nächste sein. Na, erschrecken Sie mich doch nicht so. Was meinst du? Du hast auch mich erschreckt. Wenn ich nicht so tapfer wäre, hättest du jetzt eine weitere Leiche hier liegen. Mich! Und jetzt reden wir mal mit ihr. Okay. Was hat sie denn gesehen? Hey. Dieses Mädel, Maya. Sie war nicht die, die geschossen hat, oder? Aber Maya. Oh, ja. Lotta weiß ja nicht, dass sich Mayas Aussehen während einer Beschwörung verändert. Aber waren da nicht nur zwei von denen da drin? Schätze, da muss es ja wohl gewesen sein. Naja. Lotta, was wissen Sie über Dr. Gray? Nicht viel, aber ich habe ein bisschen geschnüffelt. Das ist mal ein Typ mit einem echt schlechten Ruf. Wirklich? Ich habe gehört, es sei ein guter Chirurg und so, aber seine Persönlichkeit stinkt. Das ist auch der Eindruck, den ich hatte. Er hat echt einen Kontrollwahn. Sobald eine Schwester oder ein Patient nicht nach seiner Pfeife tanzen, flippt er aus. Oder der Wetterbericht. Muss ein Cut gewesen sein, für den zu arbeiten. Haben Sie etwas gesehen oder bemerkt, das Ihnen komisch vorkam? Nee. Naja, vielleicht diese eine Sache. Was denn? Mein armer Bauch ist nicht so gut darin, solche Sachen zu ertragen. Hä? Was? Flüche und Geister und so. Hier zurückkommen, mich zu holen, ist einfach zu viel. Was ist zu viel? Eine Geisterfotografin zu sein. Das ist mir zu gruselig. Darum werde ich jetzt eine Promi-Fotografin. Auf der Jagd nach Fotos, an die sie leichter rankommen? Mehr Glamour, weniger Gedärme? Was ist los? Oh ja! Was ist denn? Ich habe vorhin ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe da drin einige Fotos vom Tatort geschossen. Ah, das stimmt. Sogar zwei. Ist doch ein paar. Der Seance-Mord. Das klingt doch nach was. Das wird eine einmalige Story. Lotta! Tut mir leid, aber ich bin eben durch und durch Journalistin. Haue ungern so plötzlich ab, aber ich gehe noch mal rein. Ich muss vor dem Bullen da sein, um die Geschichte des Jahrhunderts zu kriegen. Ich weiß nicht, was mir mehr Angst macht. Lotta oder die Geister? Und warum kommt es mir so vor, als hätte ich das schon mal erlebt? Lotta macht mir Angst. Gehen wir mal hinterher. Gehen wir ihr mal her. Hinterher, okay. In den Sitzungsraum und in den Beschwörungsraum. Oh yeah. Da sind wir wieder. Die Polizisten laufen aufgeregt hin und her. Und ich kann Maya nirgendwo entdecken. Hey du, nichts anfassen! Hören Sie zu, ich muss Sie dringend etwas fragen. Schau mich nicht an, als wäre ich ein gefühlloser Idiot. Ich sag dir was, Junge.
Du kannst mir ein paar Fragen stellen, okay? Machen wir das. Also reden wir jetzt auch mit ihm. Mhm. Maya. Wegen Maya. Ich sage dir das nur ungern, Junge, aber... So wie es aussieht, kann es nur dieses Mädchen gewesen sein. Ja, immerhin waren nur Maya und das Opfer in diesem Raum. Aber Maya ist... Du kannst mich später weiter über sie befragen, Junge. Im Moment habe ich eine Aufgabe zu erledigen und die lautet, Beweise zu sammeln. Inspektor Gumshoe wirkt wie ein richtiger Profi. Aber sowas von. Und doch erinnert etwas in seinem Ausdruck immer noch an früher. Mann, ich hab mich geschnitten beim Rasieren. Todesursache. Also, Dr. Gray wurde mit einer Pistole erschossen, hm? Reis, das danke für deinen Zapf, vielen lieben Dank und hallo. Jemand schoss ihm in die Stirn. Aber... Aber? Aber er wurde auch mit einem Messer in die Brust gestochen. Ein Messer? Nachdem er gestochen wurde, wurde er mit einer Pistole erschossen. Das ist seltsam. Okay, das haben wir auch schon mal. Das ist eine wichtige Information. Und wir gehen jetzt wieder in den Meditationsraum. Mhm. Oh, Theresia ist halt wieder in den Reizsack. Oh, gnädige Frau. Sie haben ein so untadeliges Timing. Jo. Ini meini, bitte in den Zeugenstand. Ja, ich wollte mich gerade wieder entmuten und es hat wieder rumgesponnen. Also, was soll all diese Aufregung? Alle mal hören. Du auch, Junge. Ich werde Ihnen jetzt einen kurzen Bericht geben. Im Moment sieht es so aus, als würde die Untersuchung bis in die Nacht dauern. Eine schreckliche Schande. Ich schlage vor, dass dann alle hier unter dem Dach des Fey-Anwesens schlafen. Cool. Können wir Cluedo spielen. Was für ein Schlamassel. Ich kann kaum glauben, wie verrückt dieser Tag war. Cluedo ist ein tolles Spiel. Jetzt nochmal. Maya wurde verhaftet und von der Polizei mitgenommen. Und ich werde heute Nacht sicher keinen Schlaf finden. Dann mach durch und bis auf dich. Es ist der 20. Juni um 8.02 Uhr. Wir sind im Meditationsraum. Morgen. Ich schätze, ich muss eingeschlafen sein. Ich hoffe, mit Maya ist alles in Ordnung. Ich sollte schnell zur Strafanstalt gehen. Okay, da sind wir auch schon. Um 10.34 Uhr in der Strafanstalt Besucherraum. Nick? Ich... Maya! Was soll ich nur tun? Ich hätte mir nicht träumen lassen, dass es so ausgehen würde. Beruhige dich, Maya. Atme tief durch. Hallo, Pantera. Oh, brav. Wenn ich es recht bedenke, als ich sie zum ersten Mal traf, begann alles genau hier, in der Strafanstalt. Endlich. Jetzt sehe ich dich endlich wieder und... Es ist nicht deine Schuld. Du hast es nicht getan. Nein, ich habe es getan. Ich habe diese Person umgebracht. Aber das war's nicht du. Das ist egal. Ich hätte es genauso gut gewesen sein können.
Ich war zu schwach. Ich konnte die Macht des Geistes nicht kontrollieren. Also... Ich will den Fall zwar jetzt noch nicht erwähnen, aber... Du musst nicht nett zu mir sein. Ich verstehe das. Jetzt reden wir mit ihr. Beschwörung. Du bist also die Meisterin oder so der Kurain-Akademie für Beschwörung? Tatsächlich ist das im Augenblick noch meine Mutter. Aber da der Titel von Mutter zur Tochter vererbt wird, bin ich es wohl eines Tages. Aber viele Leute glauben, dass es Beschwörungen nicht gibt und dass alles nur Trug ist. Du glaubst uns doch, oder? Ja, weil ich es mit eigenen Augen gesehen habe. Wenn Maya einen Geist ruft, ändert sich nicht nur ihre Stimme, sondern ihre ganze Erscheinung. Das ist ein übernatürliches Phänomen, das jedes Mal auftritt. Und auch diesmal ist es aufgetreten. Dr. Gray sagte, er wollte die Krankenschwester rufen, also... muss Mayas Körper das Aussehen der Krankenschwester angenommen haben. Was genau passierte im Beschwörungsraum? Ich ging mit Dr. Gray in das Zimmer, verschloss die Tür und setzte mich ihm gegenüber. Seine Brille schon wieder hängt, ey. Okay. Wir schlossen die Augen und ich begann mit der Beschwörung. Das klingt irgendwie gruselig. Wie der Anfang einer Spukgeschichte. Und das ist das Letzte, woran ich mich erinnere. Na toll. Was? Wenn ein Geist meinen Körper betritt, verliere ich das Bewusstsein. Dann erinnerst du dich an gar nichts? Als ich wieder zu mir kam, hielt mich meine Tante im Arm. Da war Blut. Überall an meiner Kleidung. Oh, aber... ich erinnere mich an einen Traum, den ich hatte. Ein Traum? Erzähl mal was darüber. Was für einen Traum hattest du während der Beschwörung? Ich kann mich nicht sonderlich gut daran erinnern, aber... ich war tot und begraben. Ich konnte mich nicht bewegen und es war unerträglich. Ungefähr so war der Traum. Ich verstehe. Was soll man dazu sagen? Da war auch ein Geruch, der mir sehr bekannt vorkam. In der Erde? Ja. Ich kann ihn nicht genau einordnen, aber ich habe ihn schon einmal gerochen. Ich schätze, mehr Informationen werde ich heute nicht bekommen. Ich komme später wieder, Maya. Bereite es in der Zwischenzeit vor, okay? Hä? Es? Was meinst du mit es? Das Dokument, das mich zu deinem Anwalt beruft, natürlich. Hä? Aber... was ist los? Bist du sicher? Ich meine, ich bin schuldig. Ich bin eine Mörderin. Das hat bisher noch niemand entschieden.
Aber ich tat es. Ich tötete diese Person mit meinen eigenen Händen. Es reicht, Maya. Es ist hoffnungslos. Wenn du mich verteidigst, verlierst du mit Sicherheit. Hör auf! Ah. Hilf mir. Nick, hilf mir. Ich hab Angst. Keine Sorge, das werde ich. Wann beginnt der Prozess? Vermutlich morgen. Das ist immer faszinierend, wie schnell das bei denen geht, in den Prozessen. Wie üblich, keine Zeit zur Vorbereitung. Na gut, ich gehe jetzt. Warte. Dieses Schmuckstück. Das ist ein Makatama. Es ist magisch. Und schützt mich. Gib es Pari. Ich bin sicher, sie leiht dir ihre spirituellen Kräfte. Okay, leicht durchscheinend. Kleiner Stein mit großer Aura. Und großer Funktion in diesem Spiel. Okay. Aber wir bewegen uns jetzt weiter. Okay. Wir gehen jetzt wieder weg. Und zwar zum Beschwörungsraum. Mhm. Ja, stimmt. Das Magatama wird noch sehr wichtig. Boah, ich kann mich an nichts erinnern, ne? Ich war echt in dem Fall komplett dabei. Ich weiß nichts mehr. Also die Charaktere, also vom Optischen erkenne ich die Charaktere wieder, dass ich die schon mal gesehen habe, aber storytechnisch ist weg. Freue ich doch, umso besser. Ich habe das Gefühl, dass diese Imi auch ein bisschen aussieht wie ein Charakter aus dem allerersten Fall. Ich kenne das Spiel gar nicht, aber schon ist cool. Aber jetzt lass mich mal Phoenix weiterdenken. Irgendwas habe ich schon gedacht, aber ich habe schon wieder vergessen. Aber viel wichtiger. Ihr Leben steht auf dem Spiel. Muss man ja, egal was passiert. Was in aller Welt ist gestern in diesem Zimmer passiert? Wir gehen zum Meditationsraum. Der Meditationsraum steht allen Medien, ob jung oder alt, zur Verfügung. Sogar Medien in der Ausbildung, vermute ich. Aber heute ist es ziemlich leer. Vermutlich wegen des gestrigen Mordes. Könnte sein, aber jetzt gehen wir tatsächlich mal in den Beschwörungsraum. Ein paar letzte Ermittlungen machen, bevor schon der Prozess beginnt. Wie es aussieht, ist Inspektor Gumshoe heute nicht hier. Diese Gelegenheit sollte ich nutzen, um den Raum gründlich zu untersuchen. Bin doch woanders, Junge! Wenn ich Glück habe, finde ich den einen oder anderen Hinweis. Oh, Herr White. Guten Morgen. Ich bin auf dem Weg zu einem Treffen mit dem mystischen Maya. Und ich dachte mir, ich bringe ihr ein paar Sachen, damit sie sich heimisch fühlt. So bitteren Tee, dass man die Zunge verliert. Und riesige Erdbeerdesserts. Ich bin sicher, dass Maya sehr dankbar sein wird. Es heißt mystische Maya, werter Herr. Na, sie ist eine wahrhaft unheimliche Dame. Liebe, süße, mystische Maya. Pearl hat die ganze Nacht um sie geweint. So wie ich. Hallo, Misfit, sei gegrüßt. Ich weiß, dass es wichtig ist, diesen Ort zu untersuchen. Aber ich sollte hier auch ein paar Fragen stellen, solange ich die Gelegenheit habe. So, und jetzt untersuchen wir erstmal was, bevor wir reden. Erstmal untersuchen, okay. Nämlich den Fallschirm, genau. Das ist den Fall, wie heißt das? Den Paravan, Pinnwand. Genau, den Wandschirm. Pinnwand. Ein wunderschöner und teurer Wandschirm. Sieht auch ziemlich alt aus. Es ist wohl ein heiliger Text darauf geschrieben, aber ich kann ihn nicht lesen.
Das ist ein Loch. Könnte das eine Kugel gewesen sein? Oh. Einschussloch. Ungefähr 20 cm über dem Boden ist ein kleines Loch, das wie ein Einschussloch aussieht. Mhm, okay. Und jetzt dürfen wir mit Tante Morgen reden. Fangen wir mal an, was passiert? Ich würde Ihnen gerne einige Fragen zu den gestrigen Ereignissen stellen. Sie meinen diese schreckliche Tragödie? Eo? Ja. Nee. Dieser Mann, Eo. Okay. Dieser Mann ermordete mich. Also tötete ich ihn. Maya? Sapsi? Gehen Sie weg da! Hallo Dimebag. Lassen Sie mir diesen Bereich. Beeilen Sie sich und rufen Sie die Polizei. Was ist in diesem Zimmer passiert, nachdem ich weg war? Nun. Zuerst schlug ich der mystischen Maya auf den Kopf. Um sie bewusstlos zu machen, richtig? Und das ist richtig. Dann führte ich die Geistertrennung durch. Geisttrennung? Der Geist dieser Schwester befand sich im Körper der mystischen Maya. Ich nutze die Technik, um den Geist der Schwester wieder in die andere Welt zu senden. Ich frage mich, ob man eine solche Aussage überhaupt vor Gericht zulassen würde. Schwierig. Beschwörungsraum. Apropos, was ist dieser Raum genau? Der Beschwörungsraum? Dieser Raum wurde eigens dafür gebaut, um eine Tragödie wie die gestrige zu verhindern. Wie meinen Sie das? Manchmal, wenn ein unerfahrenes Medium einen sehr starken Geist ruft, wird dieser Geist aggressiv und aufsässig, wie Sie gestern sahen. Aufsässig? Aber wie? Wenn ein Geist den Körper des Mediums betritt, verliert sie ihren Willen und ihr Selbst. Anders gesagt, der Geist leiht sich den Körper des Mediums, werter Herr. Aber ist das nicht ausgesprochen gefährlich? Ein erfahrenes Medium kann so einen Geist problemlos kontrollieren. Aber Maya... Ich meine, die mystische Maya. Das war ihre erste Beschwörung. Und darum bestand ich darauf, die Tür zu verschließen. Aber ich habe nicht geahnt, dass dies den Kunden selbst in Gefahr bringen würde. Ich bin dankbar, dass keines unserer Erbstücke dabei beschädigt wurde. Und das wäre? Dieser Wandschirm dort. Er trägt die heiligen Schriften Kurains. Zusammen mit der heiligen Urne Kurains ist er der wertvollste Besitz des Dorfes. Wenn ich jemals erfahren müsste, dass einem von beiden etwas passiert ist... Oh, die Unmenschlichkeit. Seltsam, dass sie sich unter diesen Umständen um den Wandschirm sorgt.
Ich schätze, das ist wohl doch nicht bloß ein alter, zerfallender Wandschirm. Mhm. Also, wie geht es Pearl heute? Herr White? Ja? Pearl ist mein wertvollster Schatz auf dieser Welt. Pearl hat sogar verglichen mit der mystischen Maya die Macht, Meisterin zu werden. Das ist sehr beeindruckend. Bisher haben sich die Frauen aus der Zweigfamilie immer minderwertig gefühlt. Aber Pearl ist anders. Ihre spirituelle Macht ist so groß, größer als bei einigen Mitgliedern der Hauptfamilie. Pearl ist eine Beschwörungswunderkind und der Stolz der Zweigfamilie. Wow, jetzt kommt sie richtig in Fahrt. Wie dem auch sei. Unsere Welt ist so anders als die Ihre. Vielleicht hören Sie besser auf, werter Herr. Aufhören? Womit aufhören? Nun, also, ich glaube, es wird Zeit, mich zu verabschieden. In Ordnung. Bitte richten Sie Maya meine Grüße aus. Mystische. Wie war das? Ich meine der mystischen Maya. Ich werde es ihr ausrichten. Okay, und jetzt können wir weitergehen. Wir gehen jetzt ins Nebenzimmer zurück zu unserer Lieblingstante, nämlich Frau Ä. Mhm. Ich muss mal eben fragen, Misfit, wen genau meinst du denn? Meinst du mich? Dann liegt das daran, dass du mich kennst als Bäume Gronkh. Ich bin Gronkh. Ich bin Schlong. Die kleine Pearl ist heute nicht hier. Vielleicht ist sie in der Schule. Wie, ist irgendwas im Chat jetzt oder was gerade? Ich habe ihn jetzt nämlich gerade zugemacht, weil ich gesehen habe, dass da was über das Remake geschrieben wurde. Da wollte ich mich jetzt nicht spoilern. Bin viel zu klein, um in die Schule zu gehen. Okay. Eo? Ja? Sie sind der Typ von gestern, der, Zahnarzt. Nein, ich bin ein Anwalt. Richtig, Herr Smith, euer Herrn. Oh Gott. Es heißt Wright. Mein Name ist Wright. Smith, Wright. Nun, ich hätte, drei Buchstaben, richtig? Sie begreift nicht, worauf es ankommt. Wie dem auch sei, warum sind Sie hier? Achso. Also, studiere Paraphysiologie an der Universität und... Das haben Sie mir gestern schon erzählt. Auch von der Sesamallergie. Und irgendwie wollen alle Leute meine Sätze sprechen. Was ich wirklich wissen wollte ist... Ich war jetzt so in der Rolle drin. Du, alles gut, alles gut. Was ich wirklich wissen wollte ist, warum sind Sie heute noch hier? Oh, also, das meinten Sie. Sie hätten, das Deutsche sagen sollen. Entschuldigung, mein Fehler. Nein, schon okay. Es ist wirklich schwer. Immer dieses, Das war es? Warum hören Sie nach einem halben Satz auf? Hallo, Amon. Amon. Habe ich das? Also, worüber sprach ich gerade?
Wenn Lotta ein weiteres echt mysteriöses Phänomen sehen will, hier ist eins. Danke. Oh, jetzt darfst du mit ihr sogar noch reden. Juhu. Juhu. Oh Gott. Also, warum sind sie heute noch hier? Hier gibt es so viel für mich zu untersuchen. Puma, mach's gut. Schönen Abend dir noch. Vielleicht ja bis morgen. Tschüss, Puma. Zum Beispiel? Die Meditationsausbildung oder wie die ihre spirituellen Kräfte vererben. Ich nehme an, dieses Dorf ist wohl doch das Wahre. Also, habe ich darum gebeten, noch etwas länger bleiben zu können. Sie wirkt wie ein sorgloser Mensch, zumindest an der Oberfläche. Was passierte? Haben Sie von dem Mord gehört? Das ist voll furchteinflößend. Sagt sie mit einem albernen Lächeln im Gesicht. Also, wissen Sie etwas darüber, was mir weiterhelfen könnte? Ich glaube nicht, dass sie die Realität mitkriegt oder was hier geschieht. Sie ist auf ganz anderen Sphären. Jo. Oder wer ich bin oder wer sie ist. Wegen des Opfers, Dr. Gray. Ich weiß nicht, von wem Sie reden. Moment, ich glaube, ich habe eine Einbildung. Sie haben mich gestern schon nach ihm gefragt. Das stimmt. Ihre Reaktion, als ich Sie gestern fragte, war... Die gleiche. Was? Dr. Gray und Sie kannten sich, richtig? Ich kenne keinen Dr. Gray. Ach, wirklich? Dr. Gray hat da etwas anderes gesagt. Tja, vor einer langen, langen Zeit war ich mal eine Patientin, ja? Okay, sie verheimlicht mir definitiv etwas. Stimmt etwas nicht? So. Ach komm, die ist doch schuldig. Jetzt gehen wir wieder raus auf den Holzsteg. Was sagst du so? Das ist dein Charakter, du kannst sie doch nicht einfach schuldig. Die ist schuldig. Wer macht denn immer Ah, du hast mich überrascht. Und wie geht es dir heute? Ich schätze, sie ist nicht bereit für ein freundliches Schwätzchen. Hä? Sie hält immer noch etwas in der Hand. Sieht aus wie das, was sie auch gestern hatte. Und jetzt gibst du ihr mal das Magatama. Nein, die Anwaltsmarke. Nein. Naja. Anwaltsmarke. Ja, man natürlich die Tasche, die schon wieder dabei haben, Mann. Okay. Dann zeigen wir das mal. Oh, ja. Maya sagte, ich solle dir das hier geben. Oh. Jetzt stecke ich in Schwierigkeiten. Wenn morgen uns so sieht, werde ich der Nächste sein, den sie beschwören. Hä? Sie hat wirklich gesprochen. Ich bin Phoenix. Maya und ich... Sie haben mit der mystischen Maya gearbeitet? Sie sind Henny, richtig? Entschuldigung?
Ich wette, ich weiß, woher sie das Nick hat. Ich weiß, wer sie sind. Sie sind der besondere jemand der mystischen Maya. Was? Dann natürlich. Sie werden dem mystischen Maya helfen, nicht wahr? Das werden sie tun, richtig? Nun, ja, das werde ich. Das ist wie ein schöner... Der aufrichtige Blick, der hält in ihren Augen strahlt. Das muss wahre Liebe sein. Was? Wie kann mich dieses Kind in einen leuchtend roten Hummer verwandeln? Ich bin nur eifersüchtig auf die mystische Maya. Was für eine wundervolle Beziehung. Moment, ich meine, wir sind nicht... Die Dinge sind nicht so... Ich kann sehen, dass wir gut damit sind. Nun, denke ich. Ich bin zwar klein, aber ich werde Ihnen so gut helfen, wie ich kann. Ich bin die gute Fee. Jetzt kannst du mit ihr reden. Oh, sie ist so toll. Pearl, bist du mit Maya befreundet? Sehr dankbar, sie zur Freundin zu haben. Sie ist so großzügig. Großartig. Ich will die mystische Maya sein, wenn ich groß bin. Ich bewundere sie wirklich. Wow. Ich hatte keine Ahnung, dass Maya so... Wenn jemand den Titel Mystische Maya nicht benutzt, werde ich normalerweise wütend. Oh, tut mir leid. Oh, kleine wütende Kinder sind schlimm. Nick, ist das schon in Ordnung? Oh. Weil sie für sie besonders sind. Niedlich. Oh, in aller Welt hat sie das bloß her. Apropos. Das mag unhöflich sein, aber von welcher Beschwörungsakademie kommen Sie? Welche Beschwörungsakademie? Ja, ich studiere zum Beispiel die Kuriner Technik. Ach, ich verstehe. Nein. Ich bin ein Anwalt. Ein Anwalt. Anwalt? Ja. Irgendetwas mit Medien zu tun? Nicht, dass ich wüsste. DVDs, DVDs? MP3s? JPEGs? Moment, willst du mir sagen, du weißt nicht, was ein Anwalt ist? Tut mir leid, aber ich habe keine Ahnung. Oh. Keine Sorge, ich auch nicht. Maya sagte, dass Pearl nicht viel von der Welt da draußen weiß. Also, was hast du da, Pearl? Oh, das? Das habe ich gestern gefunden. Wenn Sie es haben wollen, gebe ich es Ihnen. Na klar. Nukleo. Na gut, wenn du es mir wirklich geben willst. Sie sehen auch wie ein Kind im Spielzeugladen, Nick. Sie spricht nicht nur sehr gefehlt, sie lacht auch so. Ein alter Metallschlüssel mit grünem Stein in der Mitte. Herr Hennig? Ja, Pearls? Ich darf dich doch so nennen, oder? Du bist eben zu süß für Pearl allein. Oh. Sicher, Hennig? Sind Sie sicher, dass dieses Magatama für mich ist? Ja, das ist schon okay. Man sagte mir, ich soll es dir geben. Aber ich kann so etwas nicht annehmen. Ich sollte dieses Magatama nur mit spiritueller Energie aufladen. Spirituelle Energie? Spirituelle Energie? Ja. Bitte nehmen Sie das. Ich bin sicher, dass es Ihnen helfen wird. Es leuchtet.
Die Melodie, John, die Melodie. Wie meinst du das? Es wird sie in die Geheimnisse der Leute sehen lassen. Die Geheimnisse der Leute sehen? Ja. Wenn es ihnen recht ist, dann werde ich sie gerne eine Weile begleiten. Ich zeige ihnen die Macht des Magatama, wenn wir jemanden mit einem Geheimnis treffen. Ehe die Mutter kommt. So, und jetzt gehen wir weiter. Wir gehen jetzt nämlich zum Meditationsraum. Okay. Oh. Hey, du bist das Junge. Ich wette, du willst sie verteidigen. Ja. Oh. Das tut mir echt leid, Junge. Ich wünschte, ich könnte einmal auf deiner Seite stehen. Inspektor Gumshoe. Ja, aber ich sollte so etwas nicht zu dir sagen. Hey, du bist ein süßes Kind. Ich beiße nicht, ehrlich. Wow, ich hätte nicht gedacht, dass Gumshoe Kinder mag. Hey, ich weiß was. Ich zeige dir was Tolles. Sieh mal, eine echte Pistole. Inspektor Gumshoe, Sie können ihr doch nicht etwas so Gefährliches zeigen. Oh, Entschuldigung. Er kann gut mit Kindern umgehen. Ja, wir reden mit ihm. Let's go, bei Maya. Das ist ja auch so, ich meine, das macht Kinder ja erst recht neugierig. Aber ich hatte als Kind auch eine echte Pistole in der Hand. Aber jetzt mal ehrlich, wer gibt den Gumshoe eine Pistole? Der darf nicht mal mit einer Schere in der Hand durch die Gegend laufen. Junge! Deswegen hat er auch immer hinterm Ohr. Ich hab dich letztes Mal noch im Frieden gelassen, Junge! Was ist mit Maya und den Dingen, die ihr vorgeworfen werden? Ich glaube nicht, dass du gewinnen kannst. Wir haben ein paar Beweisstücke. Sie haben Beweise? Ja, Junge. Die Fotografin mit der komischen Frisur wird morgen aussagen. Ja. Er meint wohl Lotta. Und wo wir gerade von Lotta reden. Ich habe vorhin ein paar heiße Bilder gemacht. Hä? Erinnerst du dich? Ich habe da drin einige Fotos von der Mordszene geschossen. Lottas heiße Bilder. Ich frage mich, was ihre Kamera eingefangen hat. Kamera obscure. Abgesehen davon musst du doch mittlerweile erkannt haben, Junge, dass niemand außer Maya Faye es getan haben kann. Was soll ich jetzt Pearl erzählen? Was Dr. Gray angeht. Das Opfer war nicht richtig berühmt, aber die Leute kannten es trotzdem. Alle Boulevard-Sendungen haben letztes Jahr sein Gesicht gezeigt. Ja, ich weiß. Ich habe einige Zeitungen aus dem letzten Jahr durchgesehen und... Ich habe doch einen Artikel ausgeschnitten, aber ich muss ihn verloren haben. Er durchsucht seine Taschen und die sind echt groß. Er sah auch wirklich interessant aus. Hey, hast du eine Kopie, Junge? Eine Kopie dieses Artikels? Ich denke, Dr. Gray brachte vielleicht gestern eine Kopie mit ins Büro. Okay. Morgiger Prozess. Wegen Mayas Prozess morgen. Ich habe zwei Neuigkeiten für dich, Junge. Zwei? Ja, eine schlechte Neuigkeit und eine noch schlechtere Neuigkeit. Nee. Also, welche willst du zuerst hören? Ist mir egal. Es ändert ja nichts daran, dass sie mir nicht gefallen werden. Na gut, Junge. Nun, der Staatsanwalt des morgigen Prozesses heißt von Karma. Oh yeah. Was?
Von Karma? Nein, nicht der. Nee. Manfred von Karma, er war ein ehrfurchteinflößender, erfahrener Staatsanwalt. Der müsste aber hinter Gittern sitzen. Er verlor in 40 Jahren keinen Fall und zog einen furchtbaren Schüler heran. Den Nachgeschmack des Bösen, den er bei mir hinterlassen hat, werde ich nie vergessen. Aber er hatte eine sehr männliche Stimme. Ein Moment. Aber stand von Karma nicht vor Gericht und... Das sind die noch schlechteren Neuigkeiten. Der von Karma, den du morgen triffst, ist sein Nachfolger. Nachfolger? Reden wir doch darüber. Also, wer ist dieser Nachfolger von Karma? Junge, es ist buchstäblich das Kind von Staatsanwalt von Karma. Sein Kind wurde schon mit 13 Staatsanwalt und hat noch keinen Fall verloren. Mit 13, wie geht das? Aber okay. Sowas nennt man Wunderkind, Junge. Kind, Ein Moment. 13? Das Kind wurde mit 13 Staatsanwalt? Ich meine, ein solches Wunderkind, davon hätte ich doch gehört. Oh nein, nein. Das Kind wurde in Deutschland geboren und aufgezogen, Junge. Dort gibt es eine Menge Zeug und es eignet sich toll, um Talente zu entwickeln. Deutschland, Vermutlich habe ich darum nie etwas von dieser Person gehört. Uff. Trotzdem, wenn ich den Namen von Karma nur höre. Dann hörst du bald das Peitschenknallen. Ja! Kommen die schrecklichen Erinnerungen an diesen Fall wieder hoch. Nee, Misfit, die Karma, wo wir hören, kommt aus dem Saarland, also noch viel, viel schlimmer. Sorry, muss das sein. Halt! Komm drüber weg, Phoenix. Diese Person ist Vergangenheit. Okay. Du bist jetzt Phoenix Wright. Jetzt gehen wir zur Anwaltskanzlei zurück. Alles klar. Über Kurein, genau. Das bewegen. Anwaltskanzlei. Samenspender, Panthera. Samenspender. So, da sind wir nun. Puh, fühlt sich an, als wäre ich ewig weg gewesen. Dabei war es nur ein Tag. Stimmt ja. Wo ist diese Zeitung, die Dr. Gray gestern mitbrachte? Na, da liegt sie doch. Ah, hier ist sie. Auf meinem Schreibtisch. Das ist das Einzige, was er zurückgelassen hat, das hilfreich sein könnte. Zeitungsausschnitt 1. Vor einem Jahr am 2. Mai starben 14 Patienten durch Kunstfehler an Dr. Grays Klinik. So, und jetzt bewegen wir uns wieder zurück. Und gehen wieder in den Meditationsraum. Da bin ich ja schon wieder. Ja, leg mir mal das Ding vor da. Das waren jetzt 4 Stunden Zugfahrt, möchte ich nur mal eben sagen, ne? Dr. Gray brachte das hier letztens in mein Büro und... Hey, das ist der Artikel! Der über die Anklage wegen eines Kunstfehlers! Er ist doch ein sehr geduldiger. 14 Patienten starben und es gab einen riesen Aufschrei. Ja, aber das ist nicht alles, Junge. Danach wurde die Angelegenheit noch schlimmer. Meinen Sie den Autounfall, bei dem die Schwester starb? Oh, da ist er ja. Heute habe ich meinen eigenen Ausschnitt mitgebracht. Hier, Junge, der ist für dich. In Ordnung, danke. Okay, 2. Zeitungsausschnitt. Mimi, meine Schwester an Dr. Grays Klinik schlief am Steuer ein und starb. Jetzt gehen wir zu Frau Ä. Das ist interessant. Darüber jetzt gehen wir zu Frau Ä im Nebenzimmer.
Und mit Düsen, Düsen, Düsen im Sausenschritt und bringen uns mit nichts mit. The fuck? Und das zeigen wir ihr, ne? Yep. Ja. Wir hallo nochmal. Wir treffen uns heute aber oft. Was? Oh, sie ist total süß. Ist sie ihre Tochter? Was? Nein! Was denkt sie denn, wie alt ich bin? Sehr alt. Jetzt redest du mit ihr nochmal über das Opfer. Erstmal reden, okay. Ich möchte mit Ihnen über das Opfer Dr. Gray sprechen. Ich kenne ihn gar nicht. Du. Jörg, was ist das? So? Sie können es sehen, oder, Henrik? Sie können die Blockade im Herzen einer Person sehen. Hä? Was? Das ist die Kraft des Magatama. Nur Sie können diese psychischen Blockaden sehen, Yannick. Psychische Blockaden, hm? Je stärker jemand seine Geheimnisse verbergen will, umso mehr Blockaden sehen sie. Das ist cool. Wenn sie nur eine sehen können, sie diese sicher leicht durchbrechen. Durchbrechen? Aber wie? Wenden Sie das Magatama der mystischen Maya auf diese Person an. Und dann lassen Sie uns diese Blockade beseitigen. Ich habe keine Ahnung, wovon sie spricht, aber ich probiere es mal. Bitte vorsichtig, Herr Nick. Wenn Sie einen Fehler machen, wird es Ihnen wehtun. Oh. Wenn Sie glauben, dass Sie den benötigten Beweis noch nicht haben, müssen Sie aufhören. Nun, ich muss irgendwo anfangen. Versuchen wir es mal mit diesen Blockaden. Deswegen nimmst du jetzt aus der Gerichtsakte das Magatama. Mhm. Das kannst du jetzt, glaube ich, gar nicht so anwenden. Achso, muss ich erst raus hier und dann präsentieren? Ja, genau. Mhm. Nimm das, gleich drauf hier. Interessante Spielerei. Oh, die wird doch richtig sehr interessant sogar. Deswegen habe ich gerade auch die Melodie angespielt, die werden wir jetzt öfters hören. Mhm, ja. Das Opfer. Ini Meini, ich glaube, Sie wissen, wer Dr. Gray ist. Ist Ihnen doch schon. Wie oft soll ich mich denn noch wiederholen? Wenn Sie so total sicher sind, wo sind dann ihre Beweise? Es mag zwar sein, dass sie Dr. Gray niemals persönlich getroffen haben, aber ich denke, dass sie ihn zumindest indirekt kannten. Wie meinen Sie das? Indirekt. Ich sollte jetzt erstmal aufzeigen, dass die Möglichkeit dazu besteht. Also etwas, das eine Verbindung zwischen Ini und Dr. Gray nahelegt. Zeitungsausschnitt Nummer 2. Da sind wir doch glatt dabei. Das! Sehen Sie sich diesen Zeitungsausschnitt an. Was ist das? Da geht's um einen Unfall. Lesen Sie bitte den Namen des Opfers. Mimi Mine. Mine ist ein ziemlich seltener Nachname, oder sehen Sie das anders? Ist da wirklich Nachname mit H? Oh Gott. Frau Mimi Mine ist nicht zufällig eine Verwandte von Ihnen, oder? Hm.
Sie haben es also bemerkt. Sie war meine ältere Schwester. Ich bedauere Ihren Verlust sehr. Ihre Schwester, war sie eine Krankenschwester in Dr. Grays Chirurgieklinik? Die chirurgische Klinik Dr. Gray. Ich muss wohl nicht erwähnen, dass das Opfer Dr. Turner Gray diese Klinik leitete. Und daher kannten sie Dr. Gray. Sie kannten ihn über ihre Schwester. Blockade gelöst. Das ist eine coole Spielerei. Jetzt kannst du mit ihr drüber sprechen. Mhm. Dass man das jetzt auch außerhalb der Prozesse so eine Spielerei hat, finde ich cool. Mhm. Bitte sagen Sie mir alles, was Sie über Dr. Gray wissen. Der Name meiner Schwester war Mimi Mine. Sie war Krankenschwester in Dr. Grays Klinik. Das dachte ich mir. Bei dem Namen Gray muss ich immer an 50 Shades of Grey denken. Ja. Ich hörte, dass Dr. Gray total streng war. Der totale Sklaventreiber. Meine Schwester kam immer total schlapp und voll überarbeitet nach Hause. Schlapp? Ist sie deshalb am Steuer eingeschlafen? Der Typ hat meine Schwester so angetrieben. Darum kam es zu dem Unfall. Der Unfall, wo 14 Patienten wegen eines Kunstfehlers starben? Ja, ich denke, das war auch die Schuld des Arztes. Meine Schwester wurde von den Erwartungen der anderen und ihrer Pflichten getrieben. Direkt in den Tod. Oh, das tut mir leid. Also, sind wir fertig? Ich habe allen schon meine Geschichte erzählt. Verstehen Sie jetzt, Herr Nick? So funktioniert eine psychische Blockade. Nun, ich plane nicht, in andere Herzen einzudringen, wenn es nicht nötig ist. Diese Blockade war ziemlich leicht, aber vielleicht treffen Sie später noch auf Leute, die nicht so leicht nachgeben. Wenn Sie nicht genug Beweise haben, müssen Sie vorsichtig sein und rechtzeitig aufhören. Okay. Und jetzt gehen wir zu Maya. Ich wollte übrigens auch mal anmerken, ist natürlich nicht 50 Shades of Grey, sondern Grey's Anatomy. Ne? Deswegen ist er auch Chirurg, der Mann. Trotzdem, der Name kommt von Shades of Grey. Nee, von Grey's Anatomy. Aber ich Grey's Anatomy gucke ich mir nicht an. Ja, Nick? Hm? Was ist los? Ich habe Corain noch nie verlassen. Wirklich? Wow, das ist ziemlich erstaunlich. Sie treffen sich mit dem mystischen Maya, oder? Bitte bestellen Sie ihr meine Grüße. Hey, warte! Und sie ist weggerannt. Schon wieder. Naja, ich kenne Inis Geheimnis jetzt, aber ich habe immer noch keine Ahnung, wie ich Maya retten kann. Ich weiß nicht mal, ob ich lächelnd oder ernst da reingehen soll. Einfach die 50 Decades of Overleveling lesen. Ab in die Strafanstalt. Okay. Was soll ich nur tun? Die Zeit ist fast abgelaufen. Kann ich überhaupt etwas tun? Kann ich sie wirklich retten? Thank you.
Tut mir leid, dass du warten musstest. Hä? Das muss Maya sein. Es ist lange her, nicht wahr, Phoenix? Ja. Mia! Diese Stimme. Mäuschen. Mia! Heller Übergang. Auch ohne mich hast du offenbar gelernt, auf eigenen Füßen zu stehen. Mia, sie ist Mayas ältere Schwester und meine Mentorin. Sie war eine erstklassige Strafverteidigerin, aber ein Fall zwang sie, aufzuhören. Aber immer wenn ich Probleme habe, kommt sie her und hilft mir. Einfach so. Ihr Geist kommt aus der anderen Welt und leiht sich kurz Mayas Körper. Phoenix, so ein Gesicht kannst du vor einer Mandantin nicht machen. Ein Anwalt ist jemand, der lächelt, egal wie schlimm die Lage ist. Gerade dann. Mia. Du kannst nur am Ende lächeln, wenn du unterwegs auch ein Lächeln im Gesicht hattest. Wie dem auch sei, so ein Gesicht wie jetzt darfst du einer Mandantin nicht zeigen. Aber... Also, erzähl mir davon. Ich schätze, dass meine Schwester mal wieder großen Ärger hat. Naja. Weiß ja nicht. Danke, Pantera, und danke, Lord Weißbrot. Ich erzählte ihr, was in den letzten 2 Tagen alles passiert war. Mia schloss die Augen, hochkonzentriert, während sie zuhörte. Ich verstehe. Mia, was soll ich tun? Es ist ziemlich klar, was ein guter Anwalt in dieser Anlage tut. Und das wäre? Sag es mir bitte. Steh zu deinen Überzeugungen. Und kämpfe um den Freispruch deiner Klientin. Das jetzt reden wir mit ihr. Kann ja was werden. Nicht schuldig. Du glaubst, Maya ist unschuldig? Was macht dich da so sicher? Ich weiß es. Und ich werde dir einen Tipp geben. Woher? Ja? Mädchen können nicht träumen. Können nicht träumen? So wie du es mir erzählt hast, klang es, als habe Maya bei der Beschwörung geträumt. Ja, sie sagte, dass sie träumte, sie sei gestorben und begraben worden. Aber das ist unmöglich. Sie hat es dir sicher gesagt. Wenn ein Medium beschwört, verschwindet sein Geist. Das bedeutet, dass es ihm unmöglich ist, in dieser Zeit zu träumen. Dann, was heißt das? Ich denke, wir können davon ausgehen, dass Maya reingelegt wurde. Reingelegt? Du musst diesen Fall knacken und morgen zeigen, wie sie reingelegt wurde. Wie soll ich ihre Unschuld beweisen, wenn ich keine Hinweise habe? Wenn du einen Hinweis suchst, dann hältst du bereits in den Händen. Tatsächlich? Genau wie ich sagte, Phoenix.
Du hältst den Schlüssel bereits in den Händen, in der Hand. Wirklich? Komm schon. Zeig mir den Schlüssel zu diesem Fall. Der Stein. Den Schlüssel? Hm? Na gut, ich zeige ihn ihr, den Schlüssel, den ich habe. Zeig ihr bitte den Schlüssel, den du von Pearly bekommen hast. Ja, die Anwaltsmarke. Ach nee, das ist der Schlüssel, ja. Er muss wieder hier raus erst, ne? Ja, genau. Den Schlüssel, der schwarze Schlüssel. Nimm das! Mir, hast du diesen Schlüssel schon einmal gesehen? Ah, der Schlüssel. Das ist buchstäblich der Schlüssel zu allem, was in diesem Fall geschah. Dieser Schlüssel? Phoenix, hör zu. Im Moment hältst du diesen Schlüssel in der Hand. Aber das sollte ja nicht sein. Das widerspricht den Fakten. Was meint sie damit? Mein Gott, hast du eine Leitung. Dieser Schlüssel wird morgen sicher der Beweis sein, der den Fall entscheidet. Du weißt bereits alles, was du wissen musst. Du weißt, was der Schlüssel zu diesem Fall ist. Das ist genug. Aber... Wie kann ich morgen gewinnen, ohne den wahren Mörder zu kennen? Wer könnte... Damals wusste ich es noch nicht. Aber der Tag sollte mit einer Überraschung enden. Ach du liebe Zeit. Mir? Was? Was ist los? Stimmt ja. Nur ich kann die psychischen Blockaden sehen. Gleich so viel. Was bedeutet? Mia muss etwas über den wahren Mörder wissen. Aber wenn es etwas ist, das sie sogar vor mir verbergen will. Was in aller Welt geht hier vor sich? Na, wenn das mal kein Cliffhanger ist. Fortsetzung folgt. Nice. Natürlich wollen wir speichern. Lord Weißbrot, um auf deine Frage zurückzukommen, das geht nicht mit Mias Körper, weil sie in einer anderen Dimension ist. Ja, sie hat aufgehört. Ja? Die gibt's nicht mehr. Sie hat aufgehört zu leben. Ja, sehr spannend. Also, toller Auftakt. Wie gesagt, ich kann mich wirklich an nichts erinnern, außer dass ich halt die Personen schon mal gesehen habe. Aber ich finde diese neuen Mechaniken jetzt gerade so mit den Blockaden und so, finde ich schon mal super nice. Und das scheint ja auch ein echt großer Fall zu werden. Ne? Wir haben jetzt die erste Session nur quasi mit dem Vorgeplänkel. Der ist groß. Ja, wenn man bedenkt, dass der erste Fall, den haben wir in einer Session geschafft und hier haben wir gefühlt erstmal angefangen. Ne? Schon krass. Ja gut, da muss man jetzt aber dazu sagen, die ersten Fälle, die sind auch eher als Tutorial fast immer zu sehen. Das gilt also. Okay. Wobei, im dritten Teil ist es schon eher Teil der Story, aber das ist eine Ausnahme. Mhm. Der Auftakt zu einem neuen Märchen. Was soll dieser Quatsch mit neuen Märchen? Ich will den Stil Samurai. Und dazu die Sakura-Prinzessin. Das war ja mein Wunsch. Cody Hackins und Pearly in einem Raum. Ich bin ja mal gespannt, ob ich dabei sein kann beim nächsten Mal. Ja, das finden wir zu ein, zwei Wochen raus, wenn das Datum näher rückt. Ja. Schauen wir dann im Channel. Aber wir versuchen es natürlich vollzählig zu sein, natürlich. Ja. Es kommen also keine neuen Rollen mehr dazu. Doch, eine kommt noch, aber da wissen wir ja, wer saht. Ja, ganz viele Rollen, ne? Also es ist doch gut, dass wir aufgestockt haben, hat man es gemerkt. Ja, wir werden wahrscheinlich
spätestens zum dritten Spiel sogar noch ein, zwei vielleicht männliche Personen brauchen. Okay. Muss gerade überlegen. Doch, stimmt. Da gibt's noch ein paar, ja, ist richtig. Das nervt. Ich weiß nicht, also das war doch eigentlich ziemlich Eenie-Meenie-mäßig. Ja, auch irgendwie, ja. Aber können wir nochmal eben drüber reden, dass die Wetterfrau offensichtlich keine Ahnung hat von... Schlimm, ne? Ja. Wie sie ihren Job zu machen hat. Ja. Ja, Opa, und ich habe extra meinen Regenschirm dabei! Nein, du hast ihn genau nicht dabei gehabt. Also, Dino, aber sie redete von schönem Wetter! Bei uns hat es vor uns geregnet, sogar gewittert. Aber das war genau passend. Wir müssen jetzt also in Zukunft also uns merken für die nächsten Fälle, dass wir so ein bisschen Panzerband dabei haben für die Brillen. Also das ist ja... Die Brille geht ja gar nicht. Ach nee, der ist doch eh tot. Ich meine, ging das denn nicht auf den Keks, ey? Also furchtbar. Das ist doch sehr belastend. Ja. Es gibt nichts Schlimmeres als rutschende Brillen. Ich brauche keine Panzerband. John, stell dir mal vor, das wäre mit deiner Brille so. Man würde das hier im Stream so sehen. Ich würde keine Brille tragen, also. Ich würde wieder auf Kontaktlinsen wechseln. Besorgst du dir lieber Kontaktlinsen, ne? Wir hatten ja auch eine Person, die durch die Seele der Leute geschaut hat, wenn sie nicht den richtigen Namen verwendet haben. Mhm. Ja. Durch die Seele durchgestarrt. Das hat mich so ein bisschen an Project Zero irgendwie erinnert, dann wieder. Ich mag das sowieso, dass das so eine schöne mystische Komponente jetzt noch hat mit den ganzen Geistern und so. Ist natürlich schwer, das vor Gericht dann durchzubringen, aber das macht es ja umso interessanter. Naja, das ist so ein besonderer Fall. Das ist zwar richtig, dass es schwer ist, durchzubringen, aber er geht das ja auf die logische Schiene an mit Sachen mit Beweisen, weshalb es eigentlich wieder logisch erklärt wird, auch für andere. Da müssen wir auch mal sagen, dass wir eine ganz, ganz kleine, knuffige Pearly dabei hatten. Ja. Ja. Immer niedlich, ja. Habe ich gut gemacht? Das freut mich. Die war knuffiger, vor allem, weil sie gemerkt hat, dass Herr Nick ein ganz besonderer Mensch für Fräulein, für die mystische Maya ist. Was? Nein, das stimmt doch überhaupt nicht. Also, nein. Was man auch wieder bei diesem Teil rausheben darf, jetzt hat man es wieder ein bisschen rausgehört, der Soundtrack ist wieder super und untermalt das eigentlich alles richtig gut von den Stellen. Also, Pearly hat ihr eigenes kleines Theme an Maya angelehnt, weil sie ja unbedingt so werden möchte wie sie. Das hat man auch so ein bisschen rausgehört. Wir haben Mayas Theme wieder gehört. Gumshoes Theme war wieder unterwegs. Morgan Lotte Faye. Lotte Hart hat auch wieder ihr lustiges Theme gehabt. Ja. Morgan Faye, alles dieses Mystische. Es ist immer wieder schön, eine Musik, eine akustische Untermalung bei solchen Visual Novels zu haben. Ich finde es sowieso cool, dass jede der Faye's einen anderen anderes Theme hat. Mhm.